Welt liegt Schnee. Geht doch. So. So gut, hier liegt er noch. Ach, den legen wir. Die Hose brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt mal uralten Gouda. Sehr großartig. Auf dem Markt gekauft. Auf dem Markt. Montag. Genau. Ist Montag. Ich hoffe, ihr habt ein paar entspannte Tage hinter euch. Ich auch. Also ich hatte sie auch hinter mir. Oder hab sie hinter mir. Der Nachteil ist, dass ich genau. Entschuldigung, dass es Freitag kein Video gab. Es ist sehr kurzfristig gewesen. Ich musste das alles absagen, weil mein Sohn krank geworden ist. Und die regelmäßigen Gucker wissen, mein Sohn hat Priorität in jeder Hinsicht. Das ging nicht. Dann hatte ich nur überlegt, ob ich am Freitag noch ein Video mache, aber dann hätte ich mir die Zeit von meinem Sohn wieder wegnehmen müssen, nur um ein Video zu machen für euch. Und ich habe euch alle unheimlich gern, weil ihr mich auch gern habt wahrscheinlich. Das ist so ein gegenseitiges Ding. Aber habe ich gedacht, ihr versteht das. Im Nachhinein versteht das, weil ihr sagt, ach so, Entschuldigung, dann macht er nichts. Okay, weil es mich auch Leute angeschrieben haben. Ich habe mich darüber unglaublich gefreut, dass mich Leute angeschrieben haben, gesagt, wo ist denn das Freitagsvideo? Ich finde das nicht. Oder ist das noch nicht hochgeladen? Oder kommt das noch? Und so weiter und so weiter. Und das hat mich unglaublich gefreut. Und ich weiß, dass das auch Helene und Jan sehr, sehr freuen wird. Aber es ging halt am vergangenen Freitag nicht so. Diesen Freitag klappt es. Es sei denn, es wird wieder jemand krank, dann geht es natürlich nicht. So, ja. Ein sehr, sehr schönes Wochenende hatte ich. Langes Wochenende. Ne? Also ich habe es auf Facebook auch geschrieben. Ich hatte Donnerstagabend unglaublich viel Glück, weil ich mache ja noch Poetry Slam. Und bin von Startplatz 1, was mich unheimlich stolz macht und wo ich echt, also stolz, habe ich mich unglaublich drüber gefreut, von Startplatz 1 ins Finale der Schleswig-Holstein Poetry Slam Meisterschaften eingezogen. Und das freut mich, dass jetzt das, ich weiß nicht, das 7. Mal in Folge, dass ich da im Finale bin. Und eben finde ich einfach, da habe ich mich unheimlich drüber gefreut. So. Also es war einfach so ein schöner Donnerstag und das war super. Und der Freitag war halt ein bisschen krank, also mein Sohn war halt krank, der war auch schon krank, als ich nachts nach Hause kam vom Auftritt. Und dann hatte ich am Samstag auch einen schönen Auftritt, obwohl es nicht so viele Leute waren, aber es war schwarzhumorig und das mag ich halt einfach gern. Vor allem also nicht mehr, wenn ich es mache, sondern wenn auch andere das können. Das war sehr, sehr schön. Das war auch ein toller Auftritt, obwohl es waren nicht viele Leute da, weil ja auch Borussia Dortmund die SG Eintracht Frankfurt zerlegt hat. So, und dann hatten wohl viele Leute keine Lust und das Wetter war auch zu gut und so weiter und so weiter. Und am Sonntag kamen wir dann hier auf so eine unglaubliche tolle Idee, alles hier umzugestalten, wobei mein Büro davon unbehelligt geblieben ist. Also alles neu zu machen. Und dann hatten wir die großartige Idee, für den Sohn ein Hochbett zu bauen. Und das haben wir dann auch organisiert. Und dieses Hochbett war sehr günstig. War wirklich günstig. Das haben wir gebraucht. Natürlich gebraucht. Wir nehmen nichts Neues. Aus biologischen Gründen und auch aus, weil wir auch Füße haben. Deswegen nehmen wir nichts Gebrauchtes und deswegen war das so, dass 50 Euro, das mir kostet 50 Euro, ein richtig tolles Hochbrett, super geil. Das Problem war nur, als ich es abgeholt habe, dass ich das Geld verloren hatte. Also, und ich kann nicht sagen, wo es ist. Ich weiß es nicht. Also, ich bin mit dem Bus, es war ein bisschen umständlich, aber auf jeden Fall, genau, mit dem Bus und ein Auto ausgeliehen und dann mit dem Auto hingefahren und so weiter und so weiter. Und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mich zu erinnern, was ich mit diesem Geld gemacht haben könnte. Ich habe es nicht ausgegeben, da bin ich mir ziemlich sicher, ziemlich. Es ist einfach weg. So, es ist weg. Weg. So, jetzt werden viele Leute sagen, naja, es sind 50 Euro, komm, 50 Euro. Also erstmal ist es so, dass 50 Euro für mich nicht eben 50 Euro sind, sondern 50 Euro sind 50 Euro. Das ist schon auch noch was anderes. Ne? Und dieses, naja, ist ja nicht so schlimm, das kriege ich bei Niederlagen
Und das ist halt für mich eine Niederlage, dass ich es nicht geschafft habe, das Geld zusammenzuhalten. Also ich habe es ja nicht mal, also ich habe keine Ahnung, was es ist. Falls jemand sich meldet und Winter Ude gestern 50 Euro gefunden hat, herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr mir gerne vorbeibringen, freue mich darüber. So, wenn nicht, dann ja, hat das Bild halt 100 Euro gekostet. Was es auch wert ist letztendlich, aber dann hätte ich es auch ganz gern dem Menschen gezahlt, der mir das Bett verkauft hat. So. Und dieses Hadern, das zieht sich. Ne? Das zieht sich gnadenlos. Also, das ist halt so, dass ich ganz oft dann eben denke, ich kann das nicht loslassen. Und das ist natürlich auch depressionsfördernd, dieses Hadern und nicht loslassen können. Das nervt. Ne? Das nervt maßlos. Ne? Ich habe das einigermaßen gut so im Griff, weil ich halt weiß, dass genau das depressionsfördernd ist, und deswegen habe ich eben halt auch heute mir, oder gönne ich mir halt momentan viele nette Sachen, und es ist halt immer, damit ich, momentan werde ich auch dicker, damit ich das so ein bisschen kompensiere. Ne? Und ich finde, mit uraltem Gouda, ne, der diese Salzkristalle drin hat, da geht das. Ne? Dann kann man auch mal 50 Euro in den Sand setzen müssen. Muss man nicht, aber ist jetzt auch egal. Es nervt einfach. Es nervt immer noch, bitte. Aber egal. Na, egal, ist halt so. Kommt man nicht drum rum. Und ja, so. So ist es halt. Und trotzdem kann ich das nicht loslassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das bei euch ähnlich ist. So, was hier auch noch liegt, zum Beispiel, ist der Text von meinem Finalauftritt Schleswig-Holstein-Meisterschaften vergangenes Jahr, und der liegt hier, weil da eine Seite fehlt. Und ich habe vergangenes Jahr auf der Bühne festgestellt, dass dann eine Seite fehlte. Und das ist nicht so toll, wenn man einen Text abliest, und dieser Text wird sehr schnell abgelesen. Und wenn dann eine Seite fehlt und man die dann improvisiert, dann ist das einfach nicht so toll. Und dann kommt man einfach nicht so gut auf der Bühne damit zurecht. Klingt auch scheiße und so weiter und so weiter. Und es war natürlich ein sehr fatales Ausscheiden. Klar bin ich dann da ausgeschieden im Finale und nicht so weit gekommen. Aber das ist eben einfach so. Ja. Ist eben einfach so, ich kann das trotzdem nicht loslassen. Ich meine, das ist jetzt ein Jahr hier, trotzdem ist der Text hier noch, und ich sage, ja. Ne? Sagt jeder, ach komm, scheiß drauf. Nee, und ich werde das auch nicht vergessen. Ne? Also ich vergesse auch einige Höhepunkte nicht, aber ich vergesse diese Niederlagen, vergesse ich nicht. Vergesse ich nicht. Und selbst wenn es eine Niederlage ist, die am Ende gar keine war. Also ich habe mal in der B-Jugend, ne, einen Ball aus 5 Metern direkt gegen den Pfosten geköpft. Der hätte einfach ins Tor gemusst. Ne? Und ich weiß es jetzt noch. Ich weiß es jetzt noch, aber auf Asche. Auf Asche. Das einzige Spiel überhaupt in der ganzen Saison auf Asche, auf so einem Ascheplatz. Und es war furchtbar. Ich glaube, wir haben es 13 zu 0 gewonnen. Ich habe auch 3 Tore geschossen, aber ich hätte sogar, ne, so. Aus 5 Metern, ne? Gegen den Pfosten. Und ich, dieses Schmatzen von dem Ball, ne? Weiß ich immer noch. Ne? Kann ich nicht loslassen. Ist halt einfach so. Ist doof, so von mir vielleicht, doof von mir. Insgesamt vom Leben her doof, aber nicht zu ändern. Muss man mit durch. Also es ist halt auf der einen Seite ja, muss man durch, auf der anderen Seite hadere ich dann doch noch weiter. Ne? So. Tja. Also trotzdem ist es okay. Ne? 4 freie Tage, jetzt ist der Montag da, und juhu, endlich kann ich wieder arbeiten. Und ja. So, jetzt aber Schluss. Ne? Ihr habt auch noch was zu tun. Danke, dass ihr mir verziehen habt wegen des Freitags. Am kommenden Freitag gibt es wieder ein Frühstücksvideo. Und Anikay, ja, ich kümmere mich darum. Ich mache das am Mittwoch, das Video. Heute war halt dieses Bedürfnis der 50 Euro. Ich muss das nochmal. Manchmal ist es auch gut, wenn ich darüber rede. Und da wir ja gut darüber reden können miteinander, dachte ich, mache ich das erstmal. Und dann am Mittwoch gibt es dann das. Für dich das Video. So. So ist es. Das war's. Genieß den Montag. Also diese Woche trete ich unheimlich viel auf. Sehr, sehr viel. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei. So, kommt einfach vorbei. Heute nicht, morgen nicht, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag trete ich auf. Kommt gerne einfach vorbei. Genau. Ihr findet schon raus, wo das ist. Ich weiß es oft auch selbst nicht. So, naja. Gut. Ja, machen wir es mal. Wie geht's? Achso, bis.
Habe ich schon gesagt, bis Mittwoch.